Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Broforce. Ihr solltet mich mal hoffentlich ein bisschen besser hören. Ich weiß jetzt auch, warum ich so leise war in den letzten Folgen. Soundeinstellungen von meinen Aufnahmeprogrammen haben sich zurückgestellt. Warum? Ich habe mich fast kaum gehört, ey, das ist schrecklich, Mann. Ich habe nicht die Audiodatei irgendwie separat oder so, sondern direkt hier in der Aufnahme. Deswegen kann ich aber leider nichts mehr gegen machen. Also ja. Egal, jedenfalls. Bedrohungsmeter endlos. Dies sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Seltsame Berichte über Dämonen. Über Dämonen und das absolut Böse überfluten uns. Macht sie zu Menschen. Okay. Weil es hat sich irgendwie, weiß ich nicht, ein Wurmloch in Amerika oder so aufgetan. Keine Ahnung. Ich verstehe sowieso nicht, was hier abgeht. Also frag mich nicht. Das ist irgendeine tiefgründige Story, die ich nicht verstehe wahrscheinlich. So, ich hoffe, jetzt bin ich nicht zu laut und das Spiel ist zu leise oder so. Ich hasse es so an den Soundsachen hier andauernd rumzuwerkeln. Ich tue eigentlich immer nur den Ingame-Sound des Spiels zu ändern. Kann ich jetzt nicht mehr machen. Und dann war es das auch. Aber hier muss ich mehrmals drücken. Ist er gerade aufgestanden? Oder Zombies oder was? Was? Was mache ich eben runter? Ja, Zombies, die haben noch gefehlt. Oh, cool. Mein Gott, was sie alles für Angriffe hat. Okay. Warum blute ich denn? Warum blute ich denn mich da runter? Rutscht mit den Dingern. Hallo. Bist du zu Ende? Einfach da irgendwo hingerutscht und so gehängelt. Ausgezeichnet. Aber da kommt Mr. T, ja. Genau. Zuerst Robocop und dann ist das T. Okay, was ist da passiert? Warum ist das da rein? Ja. Was ist da jetzt gerade passiert? Keine Zeit zum Essen, ne? Mach mal hier. Wow. Da komme ich eigentlich mal hoch, oder? Super. Warte, ich habe ne, ich habe keine mehr, verdammt. Nicht da oben geschossen, den Boden weggeschossen oder irgendwie so. Ja, schnell weiter. Nicht für welche. Oh nein. Sag mal. Dann nicht. Alter, ich komme da so hoch, egal wo die sind. Aber du blöder. Warte jetzt aber. Auf dem Ding, Bro. So. Ja, warum kommt da noch ein Checkpoint? Das verstehe ich nicht.
Er ist am Ende. Ich sah nicht. Ah, okay. Keine Ahnung. Hau. So, hilft mir, ihr Zombies hier. Und bringt euch nicht um. Danke. Dann hat ihr mir eine Brücke gebaut. Doch ein. Aber ich gehört mein Bro. Ach, ihr gehört mir, stimmt. Mach mal hier den Weg. So, du hast mir. So, dich töte ich. Sag nicht. Da waren auch noch welche, glaube ich. Einer, zwei, drei. Also, die haben so einen Rambo-Stirnband. Verpisst euch, verpisst euch, verpisst euch! Taco Hell. Sag doch Taco. Nicht Taco. Ist nicht ein Boss oder so? Sieht ganz schön wenig aus. Aber es hat hier am Lenken auch einfach. Ich bin an die Boomers aus Left 4 Dead. Ah. Oh nein! Ich merke gerade, da ist einer mit der Knarre. Mann! So ein Dreck. Oh, hi, was geht? Ja, Blut wegschießen, was? Müsste ja nicht noch mehr Blut kommen eigentlich. Und jetzt wieder hoch. Es wird Action auf dem Bildschirm. Spielt nicht mehr mit. Hab ich das Gefühl. Du bist ja aus mich getötet, ne? So, Ende. Okay. Ah, schön. Okay, ich hoffe, meine Stimme ist laut genug. Regt mich auf, wenn das passiert. Der Sound nicht richtig ist oder irgendwie sowas immer wieder neu einstellen kann. Gott. Also typische Hollywood-Szenario, was wir haben, das heißt ja typisch, aber alle Klischees auf einmal irgendwie, habe ich das Gefühl. So, du kommst mit mir. Nein, ich will dich nicht aufsehen. Das war nicht meiner. Holalalalala. Ich kann einen hohen Tiefensprung machen, ein bisschen.
Was hat schon? Nee, kann nicht sein. Nein. Oh. Hier geht alles kaputt, ne? Ein Schuss. Welt ist voll im Eimer. Wohin? Nun? Oh! Wegen so einem Mist, ne? So, Feuer gegen Zombies. Müsste doch perfekt klappen. Irgendwie geglitscht, da bin ich mir halt nur ein. Ich wollte halt, die so aussehen müssen. Da vielleicht doch. Ja. Ja, einfach durch. Ein Zombie. The Pineapple of Under Jiming Technology. What? Okay. Werd auch sterben. Da unten ist doch noch ein Bro, oder? Ja. So. Mr. Ender Bro, ja, da könnt ihr lange schießen. Oh, ihr habt einen Flammenwerfer. Ihr seid mir jetzt vollkommen egal. Ich geh jetzt einfach und ihr sterbt. So. Das ist eine wahre Bro-Strategie. Sehr gut. Ich dachte, wir würden mit normalen Kugeln schießen, deswegen habe ich den Kreis gedrückt. Um seine Kugel, weil nicht, Zurückwerftechnik einzusetzen. Und dann haben die Flammenwerfer eingesetzt. Mann! Vielleicht eigentlich besser ist, dann kann ich die vom Weiten schön erschießen. Und die mich nicht. Ich bin bestimmt gleich wieder raus, ne? Was sind du da drin, ne? Oh nein. Oh. Du blöds Viech, ey. Mann! Ah. Sicherheit sein, das ist auch Problem. Sehr gut. Das kann man machen, was? Okay, da war noch was unsichtbar. Ich gehe hier durch. Ah, hältst du den hier bei mir? Nein, nein. Da ist er wieder in den Himmel aufgestiegen.
Da oben kam ich nicht dran, Mann. Was sind denn das für welche? Frag doch mal. Den komme ich nicht dran, super. Nehmen, was ich nicht haben kann. Aber das kann ich haben. Oh Gott. Ein Stein. Gut. Pro Part ein Level. Mehr schaffe ich leider nicht. Einfach mal also zwei. So, sie haben wir wieder. Ja. Okay. Boah, ihr Sackgesichter. Was soll ich denn? Oh. Oh, Bond. Oh Gott. Wie habe ich das überlebt? Was? Oh Mann. Was? Ich habe überlebt, was? Ich war schon am Weggerennen gewesen. Und so mit Säure und all sowas. So, das wird alles jetzt weggehen. Ja. Und das musste jetzt wieder sein, unbedingt. Ach. Ach. Ah. War das? Ich weiß es nicht. Perfekt. Diese Viecher, ne? Satan! Satan! Lord of Terror! Na klar. Okay. Komm da nicht hoch, Leute. Okay. Okay, ist gut. Keine Ahnung. War mal so in so ein Wurmloch reingefallen. Warum nicht? Wollten wir uns ändern? Lau! Wow! Oh, ich wollte noch einmal einsetzen. Warum sieht sicher aus? Warum Flammenwerfer da? Was? Boah. Ey, ich bin den ganzen Weg dahin gelaufen, ey. Ey, gibt's da jetzt schon wieder nicht. Ey. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich habe problemlos zu diesem blöden. Boah, sehe ich schon wieder sie.
Mein Gott, was machst du denn da? Ja, toll, ist im Boden, ne? Was? Okay. Was zum? Super. Mann! Hat er irgendwann in der Cutscene gemacht oder was? Ich bin zu schnell weggeschossen. Macht der auch irgendwas? Nein! Ja, egal, ob ihr der Teufel persönlich seid oder irgendwie sowas. Wenn sich der Broforce entgegenstellt, muss sterben. Irgendwas Großes kommt da jetzt, ne? Die Viecher sind irgendwie geglitscht. Ich glaube nicht, dass die unsichtbar sein müssen. Mein Gott. Ich gehe mal weiter nach unten, ne? Und dann jetzt dagegen. Ich verstehe mich jetzt hinter mir. Tschüss. Meine Güte, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, Leute, frag mich doch nicht. Wird so unser Ende sein? Wir können wieder fast einen Schnitt machen dann. Schade. Okay. Dann mache ich hier einen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Broforce. Ich bleibe euch alt fürs Zuschauen und sag Tschüss, bis zur nächsten Folge.